Guten Morgen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Let's Play Deponia, The Complete Story. Und wir sind hier immer noch im Rathaus und müssen checken, was hier so geht. Wir gehen jetzt erstmal hier zum Bürgermeister direkt. Halt! Wo willst du hin? Wir Ich werde mit sollten auch Gohl den nach Sound Elysium anmachen. gehen. Dann bist du hier falsch. Durch die Tür geht es zum Bürgermeisterbüro und da geht es heute der Reihe nach. Ja, Also aber. zieh eine Wartenummer oder verschwinde! Okay. Was gibt's hier hinten? Sitzungssaal. Da kann man doch mal hingehen. Was ist das denn für ein Mongo? Gohl, ich muss mit ihr reden. Sie muss erfahren, wer ihr Retter ist. Genau. Okay. Rufus, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt, Dr. Gizmo, wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Ihr Name ist Goal. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir, Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten. Aber mach es kurz. Diese wunderschöne. Die Liebe, die wir spüren. Okay, das ist jetzt irgendwie krank. Genug Tagträume für heute. Meine Oh. Patientin braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein offenbar. Für weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Aber keines von meinen Medikamenten springt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ha! Der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon, aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Hey. Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. Also, unser Plan ist es jetzt scheinbar, einen Kaffee zu machen. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Kaffee zu machen ist ja immer eine wieder wunderbare Idee. Ich sitze hier auch gerade mit einem Kaffee. Den Notfall melden, können Sie einen Hörbner allein lassen? Oh. Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein! Aber Oh. nein! Menno! Es war ein Versuch wert, wir haben es versucht. Haben Sie ein Aufputschmittel für mich? Damit du noch nerviger wirst, vergiss es. Außerdem habe ich ohnehin schon alles, was ich dabei hatte, verwendet. Vergeblich. Ich habe zwar noch etwas im Medizinschrank meiner Praxis, aber da lasse ich niemanden ran. Das werden wir ja sehen. Was Gut. war das? Dann Zeit für nix. mich zu gehen. Das sage Richtig. ich schon die ganze Zeit. Genau, wir sind uns jetzt einig. Danke fürs Danke fürs Gespräch. Gespräch. Nichts zu danken, wirklich gar nichts. Gut, das heißt, wir brauchen eine Kaffeemaschine. Und wir brauchen auch, was machen wir hier? Türknopf. Luftballons. Sonst gibt es da nichts, okay. Was gibt's hier drüben? Auch nichts. Gut. Dann gehen wir mal wieder. Und wir müssen jetzt Kaffee brauen. Wir haben neuerdings Luftballons im Inventar. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Oh, Magnete. Erstmal angucken. Diese schwarzen Bretter sind so praktisch. Früher musste ich die Magnete noch mühselig im Schrott suchen. Das hält vor allem immer noch ohne Magnete. So, wir können auch mal mit Lotti quatschen, ob Lotti uns jetzt vorlässt, weil wir sind Hallo, so ein Lotti. charmanter junger Mann. Du schon wieder? Ich will zum Bürgermeister. Das wollen alle. Zieh dir eine Nummer. Zieh dir eine Nummer und warte, bis du aufgerufen wirst. Wie funktioniert das mit den Wartenummern? Fragst du mich das wirklich? Jupp. Bist du etwa auch auf den Kopf gefallen? Jupp. Naja, schon. Aber ich konnte mich lässig abrollen.
zu spät, wie es aussieht. Das da hinten ist ein Wartenummernautomaten. Da bekommst du eine Wartenummer. Du ziehst eine und dann wartest du, okay, bis sie aufgerufen wird. Die Nummer! Hui, nicht so schnell. Ich kann ja kaum mitschreiben. Tschüss. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Gib mir eine Nummer, Automat. Hebel. Warte, Nummer? Nummer 66. Fast schon meine Glückszahl. Jetzt tauschen. Ich verschwinde. Okay. Wer ist das da? Kann ich den irgendwie anquatschen? Nein, der steht da nur rum. Gut. So, was haben wir gehört in der Praxis? Da chillt. Ach, das ist hier nur außen die Kulisse sozusagen. Vor das Stadttor zum Wassertank. Was gibt's im Wassertank? Wir gehen jetzt erstmal zum Wassertank. Ich meine, unser Plan. Was war das? Ist irgendwas gelaufen? Tonis Laden. Wir können Toni besuchen. Wir besuchen gleich erstmal Toni. Ich meine, wenn wir schon Leuten auf den Sack gehen können, dann doch unsere Ex-Freundin. Tut, tut. Lecker. Yummy. Ja, gehen wir mal hier runter. Rufus, lauf schneller. Komm, put, 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 put. Komm. 5 Stunden später kommt Rufus am Ziel an. So viele Stunden später, dass es dem alten Erzähler zu langweilig wurde und wir uns einen neuen Erzähler beschaffen mussten. SpongeBob. Ich war übrigens gestern im SpongeBob-Film. Können wir zu Tonis Laden? Natürlich können wir es zu Tonis Laden schaffen. Und ja, es ist ganz lustig. Nicht so lustig wie erwartet, aber ganz lustig. Es sieht so aus, als sei Toni im Laden. Oh, wir sind da rückwärts reingehen. Wenn ich da jetzt reingehe, muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen. Ach, was soll's. Besser, ich bringe es hinter mich. Ach, sieh an. Wen haben wir denn da? Ist das nicht Evil Knievel? Der Meister der Schwerkraft? Der Himmelsstürmer? Der Windjockey? Der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären? Und da steht er hier. Direkt vor mir. Ja, ich wollte zurück zu dir, mein Schatz. Tja, ob du es glaubst oder nicht. Diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ich war auf einem Organon-Kreuzer. Auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir? Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, also ohne dich. Oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. Wenn ich das Mädchen geweckt habe und sie mich mit nach Elysium nimmt, wirst du dich schon noch wundern. Ihr werdet euch alle wundern. Ich will was kaufen. Etwas kaufen. Von welchem Geld denn? Von deinem? Oder hast du jetzt neuerdings einen Job, von dem ich nichts weiß? Ich würde dir das Geld ja auch zurückgeben. Oh. Also wir wollen uns Geld von ihr leihen, damit wir bei ihr was kaufen können. Finde ich gut. Wie läuft das Geschäft? Seit wann interessiert dich das denn? Wer sagt denn, dass es mich interessiert? Ich bin nur extrem höflich. Du hast vor allem eine extrem falsche Vorstellung von dir selbst. Das liegt daran, dass mein Spiegelbild so blendet. Warum so sauer? Warum? Du hast meinen Briefkasten zerstört, meinen Hinterhof verwüstet, meine Vorräte aufgefressen. Nope. Und wenn ich herausfinde, dass das Verschwinden meiner Lieblingsstiefel irgendwie mit dem Bau deines komischen Fluchtapparates zusammenhängt, dann gnade dir Gott. Irgendwo drin musste ich doch das Schwarzpulver transportieren. Was? Ach nichts. Geil. Ich wollte mich verabschieden, bevor ich diese Müllkippe verlasse. Oh, schon wieder Fluchtgedanken? Merkst du eigentlich noch was? Du wirst hier nie wegkommen. Nie, das ist jetzt aber fies. Nie, nie. Und das aber, heißt, ich will aber. Ich habe dich für den Rest meines Lebens am Hals. Natürlich, mein Schatz. Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Oh. Cool, die nehme ich doch glatt. Hey, Pfoten weg. Was denn? Die kosten was. Oha. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Oh. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Was? Können wir hier irgendwas mit dem Haken? Finger weg. Von meinen Sachen.
Oh Mann. Was denn? Ich stöber doch nur ein bisschen. Mal angucken. Stöbern tun zahlende Kunden. Was du meinst, ist stören. Niemals. Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken. Was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Bam, in your face. Kram angucken. Gewichte, Anker, okay. Was man halt... Es gibt hier noch mehr Kram. Da ist ja nicht einmal mehr ein Krümel drin. Ich muss wohl meine eigenen Zutaten besorgen. Okay. Aber wir haben hier schon mal... Wir haben eine Mühle. Das heißt, wir haben schon mal einen Platz, wo wir unsere Kaffeebohnen... Oh, Coupons. Hey, stopp mal. Was genau hast du vor? Nix. Ich dachte, ich nehme mir ein paar von diesen Versandcoupons. Dann kann ich meinen Freunden überall auf Deponia offenbar Haken und Bleigewichte schicken, so wie das hier draufsteht. Ja. Okay, Punkt 1. Du hast keine Freunde. Du bist ein selbstverliebter Egoist, der sich einen Dreck um andere Menschen schert. Punkt 2. Was in aller Welt bringt dich auf die Idee, du könntest einfach irgendwelche Sachen aus meinem Laden mitnehmen? Du könntest es doch für mich anschreiben. Genau. Anschreiben? Anschreiben? Wovon, mein Freund? Willst du das denn jemals zurückzahlen? Oder hast du plötzlich einen Job, von dem ich nichts weiß? Nicht direkt, aber... Ist es denn nicht genug, dass ich dich noch immer bei mir wohnen lasse? Dass ich dich durchfüttere? Und zum Dank muss ich sogar noch den ganzen Müll entsorgen, den du täglich fabrizierst? Warum mache ich das eigentlich? Oh, bitte, aber sauer. Warum mache ich das? Es ist ja nicht so, als wären wir noch... Oh, Himmel, mein Blutdruck. Ich muss meditieren. Ausatmen. Können wir jetzt Coupons, wenn Sie... Finger weg. Ach, ne. Können wir hier hinten was mitnehmen, wenn Sie es nicht sehen? Ist ja gut. Autsch. Ey. Aua. Guck mal. Nein, zeig's dir doch nicht. Ach, so eine kleine Wunde und doch so viel Genugtuung. Das heißt, warte mal, du kleine Ratte. Hast du etwa wieder versucht, Haken Nein. zu klauen? Nein, Toni, bitte, ich verblute hier. Wenn auch nur die geringste Hoffnung bestünde, dass du jemals aus deinen Fehlern lernen könntest, würde ich sagen, mach doch. Aber leider hast du einmal zu oft bewiesen, dass du niemals dazu lernen wirst. Das ist aber fies. Also hier. Nimm den Apothekenschlüssel und verzieh dich aus meinem Laden. Oho, Apothekenschlüssel. Wenn du nicht immer gleich so meckern würdest, würde ich vielleicht auch mal zuhören. Genau, ist deine Schuld. Ab zum Dorfkern. So, jetzt sind wir Toni genug auf den Sack gegangen. Ich will so ein kleines Putzteil haben. Was ist das hier? Notrufsäule. Was passiert hier? Erstmal einen Notruf melden. Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Oh ja. Hallo. Hallo. Na toll. Inspektor Gizmo ist scheinbar unterwegs. Aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Dorfältesten aus Versehen im Klärbecken, steht er wieder hinter einem. Ich probiere es später nochmal. Ich meine, Gizmo ist ja oben bei der... Oh, Wenzel. Ist ja oben das bei der ist Dings. Wenzels Haus. Der wird ganz schön Augen machen, wenn ich ihm von meinem Abenteuer erzähle. Er wird sich grün und blau ärgern, dass er nicht mitkommen wollte. Oben bei unserer Elysianerin. Heulkrämpfe bekommen. Warum bin ich nur nicht so cool und risikobereit wie du, Rufus? Das werden wir seine Worte. Ich würde auch gern so krasse Sachen erleben. Aber tief in seinem Innern weiß er längst, dass er nicht das Zeug dafür hat. So sieht's aus. Das wird ihn in eine tiefe Depression stürzen. Oh Mann, ich hoffe, er ist zu Hause. Rufus ist schon ziemlich fies. Wenzel? Hey Rufus, schon zurück? Das ging diesmal aber wirklich schnell. Sag nichts. Ich hatte es diesmal wirklich schon geschafft. Leider kam mir wieder einmal meine Menschenliebe dazwischen. Ja. Ach ja, diese verfluchte Menschenliebe. Immer steht sie dir im Wege, nicht wahr? Du sagst es. Du kommst ja zu nichts mehr. Es gibt einfach zu viele Menschen. Man sollte sie alle... Im rostroten Meer versenken, genau. Diese verfluchte Menschenliebe. Apropos, danke für deine Sachen. Was? Moment mal, ist das etwa meine Kiste? Du hast gesagt, ich kann alles nehmen, wenn du es schaffst. Aber... Und du hast es geschafft. Das hast du doch eben sogar noch einmal bestätigt, oder? Ja, ja schon. Na, dann ist doch alles paletti.
Ich will meine Sachen! Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Wer hat das nicht? Hast du etwa was damit zu tun? Hey, du kennst mich doch. Wo immer eine Frau in Not ist, bin ich bereits zur Stelle. Ja, da scheint es tatsächlich einen Zusammenhang zu geben. Okay. Ich war dabei, als die Frau vom Himmel fiel. Schon gut. Ich bin mir sicher, es war keine Absicht. Nein, du verstehst das falsch. Ich habe sie gerettet. Natürlich hast du das. Willst du gar nicht zum Rathaus? Und die Frau aus Elysium bei mir aufnehmen? Ich muss gestehen, ich habe mit dem Gedanken gespielt. Ich habe mir sogar schon eine Wartenummer geholt. Aber dann habe ich gedacht, was habe ich schon anzubieten? Nichts. Wenn ich reich wäre oder eine Wasserader finden würde, dann hätte ich vielleicht Chancen. Aber so... Chancen. Du blockierst die Warteschlange. Na und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Ja. Man musste nur vorher die Kindersicherung lösen. Aber es war nur dieser komische Stock da drin. Das ist die Wünschelrute meines Vaters. Meinst du? Der Legende nach hat sie ihm immer Glück gebracht. Er hat damit die Wasserader gefunden, auf der Kuwak gegründet wurde. Wenn mein Vater immer so viel Glück gehabt hätte, warum hat er es dann nicht geschafft, mich mitzunehmen, als er Deponia verließ? Das war Glück. Da bin ich überfragt. Vielleicht findest du ja Wasser mit der Wünschelrute. Und wo soll ich da suchen? Etwa in meinem Keller? Das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Bis später. Genau. Nix da, Rufus. Die gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Genau. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Oh, Junge. Ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle. Und wenn ich dann reich bin? Teilen wir 50-50? Leihe ich sie dir vielleicht mal für ein paar Stunden aus. Okay, das heißt, du musst Wenzel, jetzt... Was gibt es? Ich will mein Erbe zurück. Deal ist Deal. Komm schon, wir sind doch Freunde. Und Freunde halten ihr Wort. Steht wo? Vergiss es einfach. Okay, bis später. Gehen wir mal wieder. Oh, Badezimmer. Kann man hier irgendwas mitgehen lassen? Ist das? Ah ne, kann man nur zumachen. Quietsch, quietsch. Schwamm. Den kann man mitnehmen. Können wir hier noch irgendwas klauen? Können wir die Tür aufmachen? Nein, kann man nicht. Kurz mal Leertaste? Nee, kann man nicht. Außer in den Kaminofen reingucken. Was haben wir eigentlich inventarmäßig dabei? Magneten? Wartenummer? Haken? Apotheken? Oh, wir gehen jetzt. Ab in den Dorfkern. Können wir hier noch irgendwas klauen? Nee. Also ich meine, enteignen. Tonis Hütte, da wollen wir hin. Auf jeden Fall, weil wir dürfen jetzt an die Apotheke. 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 Komm schon. Können wir jetzt eigentlich unsere Chilischote pflücken? Autsch, heiß! Okay, das klappt immer noch nicht. Haben wir irgendwas dabei? Wir machen das mit einem Schwamm. Feurio! Feuer im Inventar! Feuer im Inventar! What the fuck? Hier brauche ich wohl doch eher so eine Art Schutzanzug. Okay, wir ziehen ganz meine uns... Meinung. Schwamm drüber. Wir ziehen uns Luftballons an und die Luftballons tun wir in die... Okay, das hat nicht geklappt. Ja, ist ja gut, Rufus. Ganz ruhig, Brauner. Okay, wir gehen jetzt erstmal da rein. Unser Wasser ist immer noch am Köcheln natürlich. Hempel! Wo war die Apotheke? Hier war die Apotheke. Achso, wir haben den Schlüssel muss Inventar. Wohl Toni haben. Nee, den Schlüssel haben wir. Schätzekin. Oh yeah. Beruhigungsmittel. Oh yeah. Können wir Toni Beruhigungsmittel geben und dann Coupons klauen? Wobei, nee, Haken haben wir ja jetzt. So. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt erstmal wieder hier raus. Also wir müssen Wenzel irgendwie dazu bekommen, dass der seine Wartenummer nutzt. Sprich, er muss Wasser in seinem Keller finden. Die Frage ist, wie findet Wenzel Wasser in seinem Keller? Was gibt's hier noch? Wir gehen jetzt einfach mal in die Gasse rein.
Ich glaube, die Gasse war so der einzige Ort, weil im Rathaus waren wir. Davor waren wir auch, da war der Bulle. Und auf dem ich immer noch gerne reiten würde. Oh, Rufus, leg doch mal einen Zahn zu. Oh ja, hier geht Wasser. Er hat Kaffee. Hallo, Hanek. Kaffee. Ach, hier. Rufus? Ja, genau. Warum arbeitet ihr nicht? Du meinst, so wie du? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum. Hey, ich habe ordentlich zu tun. Ich bin schon den ganzen Tag am Rumrennen. Sachen erledigen und besorgen und so. Na, dann besorg uns doch mal neue Magneten für den Sprengplan. Dann können wir nämlich auch weiterarbeiten. Kein Problem, habe ich einstecken. Aber die Zeit ist um, deswegen sage ich jetzt erstmal bis bald. Und euch... Rufus. Ja, Rufus. Genau. Rufus ist der Name. Euch vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Deponia, The Complete Story. Bis dahin euch eine gute Zeit und bye bye.